Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, wir sind hier im Keller bei meiner Aquaponik-Anlage. Die ersten haben es wahrscheinlich schon sofort erkannt im Hintergrund. Hier hinten sieht man so ein bisschen rumschwimmen meine selbst gezüchteten Kois. Die schauen wir uns einmal zuerst an und dann schauen wir uns die Pflanzen an, wie die sich entwickelt haben, die jetzt rechts, links von euch aus neben euch stehen. Die Pflanzen da drüben, die sehen nicht so ganz so hundertprozentig aus. Ich habe das ein bisschen vielleicht vernachlässigt, ist alles dolle zugewuchert. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ja, das Ergebnis lässt sich trotzdem sehen. Nur sieht halt alles ein bisschen wild aus und ja, wild ist ja manchmal auch schön. So, aber zuerst schauen wir uns einmal die Fische an. So, hier sind die Fische. Letztens gesagt, die sind hier umgezogen. Die habe ich übrigens selbst gezüchtet. Video verlinkt euch gerne nochmal oben. Und ja, die kommen jetzt auch zeitnah raus. Und das Becken wird doch langsam ein bisschen voll und die werden ein bisschen groß. Hier ist der Rücklauf von den Pflanzen. Und ja, Hunger haben die auch immer. Können wir was reinschmeißen. Ja, und seitdem auch der Sauerstoffkonzentrator hier angeschlossen ist, gehen die noch mehr ab. Und ja, zum Sauerstoffkonzentrator wird es dann nochmal ein Video geben. Das habe ich jetzt aber erstmal nur so provisorisch installiert. Nachher, wenn wir es richtig installiert haben, gibt es dann nochmal ein extra Video zu. So, dann schauen wir uns mal die Pflanzen an. Dafür muss ich einmal das Objektiv wechseln. So, hier kommen wir dann zu den Pflanzen. Wie ihr seht, ich habe es ein bisschen leider vernachlässigt und es wuchert auch einfach wie bekloppt. Ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Weil das ist einfach alles viel zu eng, viel zu dicht und dann geht zu wenig Luft durch und dann vergeilt es, weil zu wenig Licht drankommt. Deswegen ist es nicht alles ganz optimal. Deswegen die Inhalterung soll ja jetzt auch, wenn die Fische hier raus sind, dann auch verschwinden. Und ja, nächstes Jahr werden die Fische dann draußen überwintern. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ist halt auch ein gewisser Energieaufwand, aber auf der anderen Seite macht es halt Spaß, Gemüse im Winter selber anzubauen. Ja, dann gehen wir jetzt einmal kurz auf die einzelnen Pflanzen ein und ich zeige euch, wie sie sich entwickelt haben. Ein paar Sachen habe ich auch schon geerntet. Einmal war das hier der Mangold. Der rechte war das, da hatten wir es alle abgeschnitten. Wie ihr seht, ist der wieder gut nachgekommen. Der ist jetzt aber leider auch so nach vorne gekippt, wo ich das jetzt aufgemacht habe. Also die ganzen Pflanzen, man merkt, denen fehlt der Wind oder die Luftbewegung. Die sind nicht wirklich ganz so stabil. Fangen wir hier einmal an. Da haben wir die Rauke. Dann Basilikum habe ich schon öfters geerntet, der war ja dahinter, davon sieht man nichts mehr. Ich werde aber gleich auch nochmal hier durchernten. Heute gibt es dann einen Schwung zum Essen davon. Dann kann man noch ein bisschen mehr erkennen. Vielleicht mache ich das einmal zuerst, glaube ich. Genau, ich werde jetzt hier einmal durchgehen, ein bisschen was abernten. Und dann kann man wieder ein bisschen mehr erkennen, was da drin los ist. So, dann hätten wir hier mal einen ganzen Schwung Dill. Habe ich einmal unten abgeschnitten. Das riecht so geil, wenn man ihn so ein bisschen bewegt, dann, boah, das duftet so gut. Der wird jetzt schön klein geschnitten und dann hat man ein bisschen was da zum Würzen, für Kartoffeln oder so. Wird dann eingefroren und dann hat man immer ein bisschen Vorrat. Hier wuchs er eben. Boah, das habe ich jetzt einmal radikal abgeschnitten. Oh, da habe ich einen übersehen. Oh, gar nicht. Da wuchs es. Ja, da kann man es, glaube ich, sehen. So, der Dill ist weg. Dann holen wir jetzt einmal die ganze Rauke. Da haben wir auch einen ganzen Batzen Rauke. Salatrauke oder Rucola, wie man es jetzt auch nennen möge. Ja, da kann man schön Salat draus machen. Und das war einfach alles zu dicht. Das muss jetzt einmal radikal geschnitten werden. Ich hatte zwischendurch auch manchmal ein bisschen beerntet, so nach Gebrauch, also nach Verwendung, immer wenn man was gebraucht hatte, ein bisschen was rausgenommen. Aber jetzt war es mal Zeit, da einmal radikal aufzuräumen. Ja, so sieht es aus, wo die Rauke war. Das werde ich hier noch so ein bisschen ausputzen, die ganzen vertrockneten Blätter rausnehmen. Und ich denke mal, die wird dann wieder schön nachwachsen. Und jetzt kommt da hinten auch schon was zum Vorschein, der Basilikum. Der wurde auch schon ein paar Mal beerntet. Und ja, sieht gut aus, aber wird halt auch ein bisschen überwuchert von der Tomate nebenan. So, hier vorne, das war ja schon quasi einmal geerntet, das waren gekaufte. Die haben jetzt ein bisschen gelitten, weil die hingen da jetzt überall drin zwischen. Und die habe ich jetzt halt ein bisschen, ja, durch die Mangel gedreht. Wie gesagt, das waren schon mal gekaufte, die hatte ich einfach wieder reingesteckt und ja, die sind wieder ein ganzes Stück gewachsen. Das kann man dann auch gleich mitnehmen. Ja, und die nehme ich jetzt, denke ich mal, einfach mit Wurzeln mit. Dann halten die sich noch ein paar Tage länger.
Und wie ihr seht, haben die ordentlich Wurzeln. Haben aus dem Blitzhuhn rausgezogen. Ja, und so sieht das jetzt aus. Und wurde quasi einmal aus schon aufgegessenem Lauch Zwiebeln nochmal neue gemacht. So, nah neben dem Basilikum kommen eigentlich zwei Kohlrabis. Der eine, der ist irgendwie nicht so gut geworden. Den, ja, kann man den da sehen? Seht ihr den da? Da, mach scharf, Kamera da. Der ist relativ klein. Noch, das kann sich natürlich noch ändern. Und dann haben wir da hinten ein Prachtexemplar von einem Kohlrabi. Der ist richtig schön und den werde ich da jetzt einmal befreien. Und den werden wir dann auch gleich mal probieren. So, hier haben wir den guten. Hier habe ich schon mal ein Blatt abgemacht, beziehungsweise ist es eben von allein abgefallen. Also im Großen und Ganzen. Schöner Kohlrabi. Passt einmal hier in meine Hand. Und ja, den werden wir gleich mal am Ende vom Video probieren, wie der schmeckt. Ob der nach Fisch schmeckt oder nach Kohlrabi. Das ist die große Frage. Und die, die mich schon länger verfolgen, werden schon, glaube ich, ahnen, worauf es wieder hinauslaufen wird. So nach und nach arbeiten wir uns vor. Hier links im Bild, wo so nass ist, da habe ich eben den Kohlrabi rausgezogen. Und was man hier vorm Pak Choi hängen sehen kann, grüne Tomaten, aber darauf gehen wir gleich an. Erstmal den Pak Choi, der ist aber auch so zugewachsen, dass ich ihn leider euch nicht anders zeigen kann. Den hole ich eben mal raus. So, dann kommen wir hier zum Pak Choi, einmal meine Hand so als Vergleich. Also es ist ein riesen Pak Choi geworden. Den werden wir jetzt die Tage auch essen. Und hier habe ich euch jetzt einmal die Wurzeln drin gelassen. Da sind schon ordentlich Wurzeln. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesem NFT-System, also NFT, dass die Pflanzen im Rohr stecken. Die verwurzeln halt miteinander. Die Pflanzen von einer zur anderen Pflanze hängen umeinander und dann ist es halt schwer, die Wurzeln rauszukriegen, wenn man was erntet. Und ja, manchmal bleiben halt die Wurzeln stecken und die werden dann da drinnen verrotten und wieder Nährstoffe ans Wasser abgeben. Ich denke, nicht so tragisch ist. Und man macht halt auch ein bisschen mal die Wurzeln von anderen Pflanzen nebenan kaputt, aber ich denke mal, das ist auch nicht so wild. Dann können wir hier einen Blick reinwerfen in so ein Loch, wo es eben noch was wuchs. So, jetzt habe ich mal richtig hell gedreht. Jetzt kann man es, glaube ich, sehen, ne? Schöne weiße Wurzeln, die halt wahrscheinlich von rechts von der letzten Pflanze kommen. Wahrscheinlich mit von der Tomate. Ja, und so sieht das da drin aus. Ja, und so ordentlicher Pak Choi. Können wir bestimmt schön was Leckeres raus machen. Leider sind ein paar Blätter abgebrochen beim Rausziehen, aber ja, ist immer noch genügend dran. So, jetzt kommen wir zu den Pflanzen, die am meisten eskaliert sind. Das sind die Tomaten. Ich habe die nicht gestützt oder so. Ich dachte, wenn die so ein bisschen zur Seite kippen, dann können sie hochwachsen, dann hat man mehr Oberfläche. Die zum Beispiel ist jetzt richtig umgekippt, wo ich jetzt den Pak Choi rausgenommen habe. Die hat sich nämlich daran abgestützt. Ich schätze, das wird auch nicht schaden, weil die liegt jetzt so. Und Tomaten wachsen ja eigentlich auch wie Unkraut. Jetzt wird sie von dort aus wieder nach oben zum Licht wachsen. Und von daher sollte das, denke ich, kein Problem sein. Was auch gut ist, da sie jetzt liegt, hat sie ein bisschen mehr Licht. Und ist nicht mehr schon so weit oben an der Decke. Das war eh so ein Problem, dass ich auch ständig hier oben schon einkürzen musste, weil einfach die Tomaten bis oben ans Licht gewachsen waren. Also eigentlich auch, wenn das solche kleinen Buschtomaten sind, das ist ja die Balkons da. Die sind auch einfach viel zu groß schon für dieses kleine, ja, nächstes Mal Gewächshäuschen. Aber man kann schön sehen, wir haben grüne Tomaten. So, jetzt kann man es besser sehen, ne? Grüne Tomaten da. Also sind schon an ein paar Stellen grüne Tomaten zu sehen. So, da hinten auch ein paar grüne Tomaten, wenn sie mal scharf werden. Jetzt, wenn ihr seht, wenn ihr diese Pflanzen anschaut, die haben so gekräuselte Blätter. Das kriegen die irgendwie unter dem Kunstlicht. Oben die in der Küchenaquaponik, die haben zwar auch ein bisschen Kunstlicht, aber sind schon lange dran vorbeigewachsen. Die haben schöne glatte Blätter. Also ich denke mal, das wird jetzt nicht irgendwie ein Nährstoffmangel sein, sondern das wird irgendwas mit dem Licht zu tun haben. Hier kann man auch schön sehen, wenn man zu nah ans Licht kommt mit den Blättern, dann verbrennen die auch. Jetzt muss ich sie ein bisschen dunkler machen, tut mir leid, aber es ist nicht so einfach hier mit den Lichtverhältnissen. Mal hell, mal dunkel unter dem Kunstlicht. Ist schon einfacher draußen zu filmen. Ja, aber man sieht auch, es ist ja alles immer voll mit Blüten. Egal, wo man hinschaut, überall sieht man so ein paar gelbe Blüten. So, dann kommen wir zur letzten Pflanze, die wir natürlich nicht vergessen wollen. Und das ist die Mini-Chili-Bonsai.
die da hinten hinter den Tomaten wächst. Die ist auch gut gewachsen, hat schon die ersten Blütenknospen. Ich glaube, blühen tut sie noch nicht. Man kann halt wieder sehr schlecht dran schauen, weil die Tomaten im Weg sind. Nee, aber blühen tut da noch nichts. Ja, aber im Großen und Ganzen, es wächst gut für zu wenig Platz. Aber ja, der Mangold hat gelitten, den lasse ich jetzt auch noch 2-3 Tage, ich will jetzt nicht zu viel ernten, das ist ja schon einiges, müssen wir erstmal auch alles schaffen zu essen. Dann kommt der Mangold auch weg und dann wird das hier nochmal ein bisschen geordneter angegangen für die letzten paar Wochen. Wahrscheinlich einfach alles voll gemacht mit Basilikum. Das ist einfach mal zu ernten, kann man ein schön leckeres Pesto rausmachen. Und ja, die Tomaten dürfen natürlich bleiben. Hier vorne haben wir ja auch 2 Tomaten. Die wachsen halt komplett unter diesem Licht. Die unter dem, das Licht hier drüben, das ist extra für Wachstum und Blüte. Und das ist hier nur Wachstum. Und deswegen war es ja der Versuch, mal schauen, wie die sich unterschiedlich entwickeln. Die beiden Tomaten stützen sich da auch so ein bisschen gegenseitig. Und ja, so viel zu den Pflanzen. Wie gesagt, ein bisschen viel Chaos. Aber geerntet haben wir ja trotzdem so eine ganze Schale jetzt voll. Lässt sich sehen, denke ich. Und zwischendurch habe ich ja, wie gesagt, auch immer geerntet. Von daher würde ich sagen, ein Erfolg. Man hätte sich noch ein bisschen mehr drum kümmern müssen. Vielleicht die Tomaten ein bisschen mehr geordneter wachsen lassen, mehr ausgeizen, mehr Blätter rausnehmen. Ja, aber ich denke mal, so werden die jetzt auch schön weiter wachsen. Wahrscheinlich werde ich die hier noch mal ein bisschen nach da drüben drehen. Da hinten ist ja noch so eine Lücke. Die ist ja jetzt von alleine schon nach dort gekippt. Und so haben dann alle wieder ein bisschen mehr Platz. Und ja, wie gesagt, die Tomaten wachsen wie Unkraut. Die wachsen dann jetzt von hier vom Boden einfach zack wieder hoch zum Licht und füllen den Raum. Und ja, dann ist quasi die ganze rechte Seite schon mit Tomate voll. Und ja. Ja, so viel dazu. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es ein bisschen in Chaos ausgeartet ist hier. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich denke, lässt sich sehen, was man jetzt hier schon alles ernten konnte. Und das quasi mitten im Winter. Wir haben jetzt Ende Februar. Und ja, auf die Tomaten bin ich gespannt, wie die schmecken werden, wenn die halt nicht sonnengereift sind, sondern nur LED gereift sind. Tomaten aus Aquaponik allgemein habe ich schon die letzten Jahre angebaut. War eigentlich immer lecker. Also die schmecken, also auch nicht irgendwie wässrig oder so. Das kann man schon mal vorab sagen. Aber die sind jetzt ja komplett unter Sonnenlicht, komplett ohne Sonnenlicht gewachsen. Deswegen muss man da einmal schauen. Was ich eben noch versprochen habe, wir wollten ja nochmal den Kohlrabi verkosten, wie der nun schmeckt. Wie gesagt, schöne Größe würde ich mal behaupten. Ich mache das nur mein Gesicht scharf, die Kamera, so. So, schöner Kohlrabi. Und dann würde ich sagen, kosten wir den nochmal. So, sieht er von innen aus wie ein Kohlrabi. So, und dann würde ich sagen, guten Appetit. Er schmeckt ja nach Fisch. Spaß. Leute, die länger dabei sind, kennen diesen Running Gag schon. Schmeckt ganz normal. Kohlrabi, mega geil. Voll richtig schön saftig. Steht die ganze Zeit im Wasser. Also hat nie Wassermangel gelitten. Nichts aufgeplatzt, gar nichts. Richtig, richtig gut. Und das mitten im Winter aus eigenem Anbau. Kann nicht jeder von sich behaupten, würde ich behaupten. Ich denke, man sieht es auch auf der Kamera. Da oben habe ich schon ein paar Blätter und so hingepackt. Das ist mein Müll, muss ich gleich noch wegräumen. Ja, aber jetzt brauche ich nicht weiter zugucken. Da gebe ich gleich noch mal ein Stück meiner Freundin ab. Mal gucken, was sie sagt. Und ja, wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gern ein Abo da, einen Daumen da, einen Kommentar da. Empfehlt es gerne weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns kommendes Wochenende wieder. Bis dahin. Tschüss.